Ich glaube, ich habe die letzte Folge irgendwie falsch benannt, oder? Obwohl, nee, ich glaube, es war noch richtig. Aber der wesentliche Teil kommt ja, also auf den ich ja hinaus wollte, da kommt erst die Folge jetzt, also das ganze Ding mit hier, Dingens, warum sage ich das überhaupt? Letzte Folge, haben die beiden Kerle Jojo abgeholt, haben wir noch einen Blumenstrauß mitgebracht, Pralinen, Konfekt, was halt so anfiel. Und jetzt ab zu Demian. Viel Spaß und bleib geil. Die nächsten paar Tage werden echt angenehm werden für Jojo. Kriegst du auch Schmerzmittel? Jo. Ja, aber die kann sich nicht so zudröhnen, wie sie es gerne würde. Weil sie nicht weiß, was jetzt noch passiert. Gut. Also, 10 Minuten, 20 Minuten später. Wird Demian dann runterkommen? Mein Gott. Ich dachte, es wäre weniger schlimm. Es ist soweit alles in Ordnung. Braucht jemand noch weitere zynische Versorgung, als die erstmal vorhanden ist? Ist alles schon in Ordnung. Ich gucke Jojo an. Alles gut, danke. Er wird seinen Hut abnehmen, auf euch zukommen, Kaban die Hand schütteln, Xu die Hand schütteln mit den Worten Demian. Xu. Moin. Und dann Jojo einen Handkuss geben. Ja. Sie haben die Räume noch nicht für euch geöffnet. Das ist eine Unverschämtheit. Ich hatte das eigentlich angesagt. Eine Sekunde. Er wird mehrere Türen öffnen. Es sind 3 Zimmer. Ist das nicht wunderbar? Das werden für die nächsten paar Tage vermutlich eure Zimmer sein. Ich dachte, etwas Privatsphäre kann nicht schaden. Ich habe bereits mit deinem Bruder gesprochen, Jojo, und natürlich habe ich mich darum bemüht, euch irgendwie alle zurückzuführen, wo auch immer ich dich hätte zurück hinführen müssen, Xu. Leider ist es aber so, dass was auch immer, wo auch immer passiert ist, was natürlich nichts mit euch zu tun hat, denn die Verantwortlichen wurden verhaftet, aber dennoch hat die Polizei in einem wahnwitzigen Rausch von Aktivismus eine Untersuchung gestartet in Juschneu und Handschellen bei Gängern. Ich weiß, es verträgt sich nicht, das hätte sie wissen müssen. Die Auseinandersetzungen waren klein. Ein Faustschlag ist etwas, was man sicherlich unter Männern verkraften kann. Aber ich denke, ihr steht im Norden unter Beobachtung und die nächsten Tage werden wir uns wohl ruhig verhalten müssen. Sie nickt mit dem Kopf. Okay. Es soll euch an nichts mangeln. Die
Versorgung mit Essen und Trinken wird noch etwas auf sich warten lassen. Das Einzige, was ich euch jetzt anbieten kann, ist etwas, eine Sekunde. Ah, etwas Konfekt. Ich habe es vorhin mitgenommen von den Tanzstunden. Ich hasse Verschwendung und ich kann es einfach nicht sehen, wie sich diese Schlünder von dürren Mädchen und dürren Männern öffnen, um dieses wirklich leckere Zeug zu verspeisen, nur um es dann später wieder zu erbrechen. Wenn ihr euch bedienen wollt, schon mal hier, da. Dankeschön, sehr freundlich. Der Rest Dank. Im Laufe des Tages, genauso wie Kleidung und falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, ich denke, wir können irgendwie immer etwas beschaffen. Danke dir. Auf dem Comlink ist jetzt auch noch nicht. Da, so, er gibt euch einen Datenchip. Dies wäre eine Notfallnummer, die Kavallerie ruft. Es ist nie schlecht, eine Kavallerie zu haben. Ich erinnere mich an, das gehört überhaupt nicht hierher. Aber es ist eine schöne Geschichte für ein anderes Mal. Falls die Kavallerie kommen muss, dann ist das die Nummer. Ansonsten werde ich vermutlich die nächsten paar Tage auch mit hier bleiben, bis Rokoko eintrifft. Rokoko? Hm? Habt ihr mal die weißen Nächte in St. Petersburg erlebt? Nein. Nicht wirklich. Ihr habt das verpasst. Die Stadt wird zu diesen Zeiten ganz besonders reizvoll und ein wenig Mescalin hebt das Lichtspiel in atemberaubender Weise hervor. Ihr müsst da wirklich hin und das erleben. Aber man kann es nur vollständig genießen, wenn man Gesellschaft hat. 2057 lernte ich dort Sheyala kennen. Das war eine Drag Queen mit außerordentlichem Format und Witz, sowie Intelligenz, ja. Wir haben die Nächte lang über Gott und die Welt geredet und uns dabei vom Himmel verzaubern lassen und von den Substanzen. Aber sie hat mir nie verraten, welcher Künstler ihr Make-up aufbringt oder aufbrachte und selbst auf dem Sterbebett wollte Sheyala dieses letzte Geheimnis nicht preisgeben. Obwohl ich ansonsten alles über sie zu wissen glaubte, es hat mich fasziniert und es hat mich Jahre gekostet, um diesen Künstler zu finden. Und umso glücklicher bin ich heute, ihn in meinen Diensten zu wissen. Wir werden sicherlich einige Tage auf ihn warten müssen, da nur er es vermag. Und ich verspreche euch, ihr werdet euch wundern, er vermag es, eine Seite bei euch aufzuzeigen, euch zu präsentieren, die ihr selbst so nicht kanntet. Und mit dieser Seite sollten wir auf jeden Fall in Richtung Norden aufbrechen können. Hä? das klingt sehr gut. Danke. Jo, ist gerade etwas schmeichsamer, Ihr müsst es nachholen. St. Petersburg im Sommer. Es ist im Frühling, Frühsommer. Also sie ist zum einen schweigsam, weil sie nichts dazu sagen möchte, zum anderen aber auch, weil sie einfach gerade fix und fertig ist. Ja, es ist, wir werden vielleicht auf dieses Angebot, auf diesen Hinweis mal eingehen, wenn wir in einer etwas besseren Situation sind als jetzt. Ja, genau. Oder in einer Position, sind, die schlechter ist als jetzt. Wenn ihr euch in einer Position befindet, die schlecht ist als jetzt, kann ich euch St. Petersburg nicht ans Herz legen. Es ist eine grausame und eine schöne Stadt. Ich habe das Gefühl, Grausamkeit und Schönheit vereint sich oft in denselben Dingen. Da mögen Sie recht haben. Ja. Aber ich möchte euch jetzt vorerst gar nicht so sehr auf den Keks gehen. Ihr habt sicherlich eine erste Erholungsphase abzuschließen im Laufe des Tages, wie gesagt. Nahrung, Speis, Trank, Kleidung. Braucht ihr einen Tritt? Ich denke, das wäre sehr nett. Obwohl wir haben jetzt ja die Comlinks, das ist dann, obwohl mehr Tritt ist besser, den kann man nicht wirklich so gut nachvollziehen. Ich glaube, ein Tritt wäre sinnvoller. Natürlich. Heute Abend sollte alles fertig sein. Ich bin oben, falls mich jemand sucht. Der Laden wird bis auf Weiteres geschlossen bleiben und ihr erhieltet natürlich eine Nachricht, falls ihr euch oben gerade nicht bewegen solltet oder jemand wird Bescheid sagen. Es sind immer einige Leute hier. Ansonsten eure Zimmer, sucht euch eins aus, sie sind sowieso völlig gleich. Decken
sind noch in den Schränken, falls ihr zusätzlich benötigt. Die Heizung ist leider ausgefallen und ich denke, so schnell werde ich das nicht beheben können. Ansonsten, ihr sagt Bescheid und jemand von euch würde sicherlich Jojo helfen, falls sie... Natürlich. Natürlich. Schön. Dann erholt euch erstmal. Dann würde ich deinen Hut packen und gehen. Achso, du hast eine Entschuldigung. Ich dachte nur einfach nur vielen Dank deswegen. Natürlich. Ja, dann beziehe ich mal militärisch mein Bett, wie immer, ne? Also. Au. Erst die Ausrüstung und dann, ne? Jojo, guckt, dass sie irgendwie wieder auf die Beine kommt, um mal dasselbe zu tun, aber... Das werde ich für dich erledigen, wenn du das anfängst. Dein Kreislauf braucht noch ein bisschen. Okay. Aber ganz ehrlich, wenn die versucht, irgendwie Anstalten dazu machen, würde ich sie mit bösen Blicken strafen und das machen für sie. Beziehungsweise sie dann halt in das erste Zimmer bringen. So. Und sie da zu Bette ruhen. Oh, ich werde ins Bett gebracht. Ja, sicher. Werde ich auch zugedeckt. Ich könnte dir sogar noch ein oder zwei Kinderlieder vorsingen, wenn du möchtest. Nein, das ist nicht nötig. Was sagt man? Danke, Daddy. Gott. Alter. Ich meinte nein, danke, aber ist okay. Ja, wie gesagt, ich decke sie zu, dann wird mein Bett fertig gemacht, dann werden die Waffen gereinigt. Auch munitioniert etc. und dann gehe ich irgendwann ins Bett, denke ich. Ja, irgendwann dann nach Abend so kommt halt noch ein Dude und die wird einen Haufen Sandwiches und Getränke, Shit und so ein Stuff. Ja, da würde ich gucken, ob Jojo schläft. Wenn sie schläft, lasse ich sie schlafen. Wenn nicht, dann kriege ich was zu essen. Ansonsten stellen wir was auf Seite. Ja, das sowieso. Ich sag mal, es ist auch ausreichend. Ihr müsst nicht am Hungertuch nagen. Wenn uns so viel kosten, ne? Gut. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, ob sie schläft. Sie schläft nur sehr ungerne, aber vermutlich wird sie das einfach, weil sie gar nicht anders kann. Blutverlust macht müde. Ja. Jo. Und Schmerzmittel meistens auch. Mhm. Und verursachen Übelkeit, wenn man Pech hat. Aber das kriegt sie schon in den Griff. Juri. Am nächsten Tag wird ja vermutlich Jojo immer noch in ihrem Zimmer rumvegetieren. Ja. Und die anderen beiden? Ich schaue eine Runde Tritt und habe das Programm gewählt, was ich mag. Dementsprechend ist das irgendeine Doku über heimische Pflanzenwelt. Ich werde irgendwie irgendwo im der Matrix sein, irgendwelche VR-Spiele spielen, mich ein bisschen abzulenken. In deinem Zimmer oder bei Kaban? Also bei Kaban, da in der Lobby da. Okay. Jodi, dann wird irgendwann Damian antanzen. Habt ihr gut geschlafen? Sehr gut, dankeschön. Was? Ja, hab ich. Dann seid ihr noch nicht in dem Alter, wo man tatsächlich das eigene Bett jedem anderen Schlafzimmer vorzieht. Es könnte ein Himmelbett, ein Wasserbett, was auch immer, ein ergonomisches Evo-Bett sein. Und ich würde einfach am nächsten Tag erwachen und bedenken, du bist ein alter Mann. Gut für euch. Lasst uns über den Preis dieser Sache hier sprechen. Ja. Können wir gerne tun. Sollen wir Jojo dafür wecken? Ist sie gerade wach? Warum sollten wir das arme Mädchen quälen? Wisst ihr, ich helfe nicht nur Freunden und Geschäftspartnern. Ich helfe gern, aber nie Unbekannten. Und deswegen ist es ein Muss für mich, sich besser kennenzulernen, sich Geschichten zu erzählen. Geschichten sind das Einzige, was wir noch von unserer Kultur übrig haben. Der Rest ging den Bach runter und
Ich glaube, es geht einfach besser. Man lernt sich besser im Duett kennen. Es braucht mehr Übung, um zusätzliche Instrumente und Spieler und Klänge in ein Stück einzupflegen. Ich würde mich einfach gern als Bezahlung mit jedem Einzelnen von euch ein wenig unterhalten. Ungezwungen. Das wird nicht ungezwungen sein. Natürlich, wir kennen uns kaum. Aber ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht ein paar Fragen beantworten, damit ich herausfinden kann, wer ihr seid. Wer wohnt eigentlich zurzeit in meinem Laden? Und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr werdet nicht vor die Tür gesetzt, um Gottes Willen. Ja. Aber ich nehme an, dass ihr einfach mein Angebot wertschätzt. Was haltet ihr? Selbstverständlich. Ja, können wir so machen. Schön, schön. Wie geht es deiner Hand zu? Ja, wird wohl noch ein paar Tage brauchen, vielleicht noch einen Monat, um komplett zu heilen. Aber danke der Nachfrage. Gut. Ich denke, ich nehme an, ihr könnt leichte Verbände und so etwas selbst wechseln. Ja, natürlich. Und euch darum kümmern, gut. Bei Jojo, denke ich, wäre es sinnvoll, wenn heute Nachmittag noch jemand drüber guckt, der ein bisschen mehr Ahnung hat. Es sei denn, jemand von euch hat sehr viel Ahnung. Ich leider nicht. Ich leider auch nicht, das ist das Problem. Deswegen wäre ich auch sehr dankbar, wenn das jemand darüber schauen könnte. Mein Arzt steht immer noch abrufbereit. Es hätte sonst was passieren können. Vielleicht wäre jemand gegen Hausstaubmilben oder die Laken hier allergisch. Ich kannte einen, der hatte so viele Allergien, dass er kaum sein hypoallergenes Haus verlassen konnte und machte dann nur den Fehler, dass er ließ die Einsamkeit Oberhand gewinnen und legte sich eine hypoallergene Katze von Evo zu. Doch diese Katze. Ihr Speichel war es, die ihn umbrachte. Keiner weiß, wie es passiert. Eigentlich sollte es ja kommen, sollten es ja keine Allergenstoffe sein. Aber ich habe mir sagen lassen, man kann wirklich gegen jede einzelne Substanz, gegen jedes Molekül unserer vielschichtigen und wunderbaren und riesigen Welt eine Allergie entwickeln. Und schließlich verschließen sich die Atemwege. Ich glaube, das ist ein sehr grausamer Tod. Das hört sich auf jeden Fall nicht sehr angenehm an, das ist richtig. Bedauerlich, sowas. Sehr schade. Ja, ich kannte auch mal jemanden, der eine große Allergie gegen die Sonne. Ja, eines Tages ist ihm sein Schirm gerissen. Welch barocker Anblick muss es sein, jemand mit einem Schirm bei Sonnenschein über die Straße laufen zu gehen. Ja, und der sie dann umkippt, weil der Schirm wegweht. Das ist echt nicht... Also ich hoffe, ich trete nicht zu nahe zu, aber das ist echt schon ziemlich übel. Ich kannte den Mann kaum, aber ich habe davon gehört. Sanitäter wussten natürlich auch nicht, was sie zu tun haben. Hätten ihn einfach nur unter den Schatten bringen müssen. Ah, naja. Gut. Da sich bei diesem Thema bisher keiner zu Wort gemeldet hat, kann ich auch davon ausgehen, dass ich hier keine Luftröhrenverschlüsse zu erwarten habe. Nie, nicht gleich. Bis ich wüsste. Gut. Kaban? Würdest du dir etwas ausmachen, selbst hochzugehen und den Arzt zu suchen, damit er nochmal vielleicht direkt nach Jojo sieht? Ich würde mich in der Zeit sowieso gerne Xu vielleicht gleich kurz in seinem Zimmer unterhalten. Wir kennen uns am wenigsten und deswegen bin ich am ehesten gespannt, wer hier eigentlich vor mir sitzt. Selbstverständlich. Den finde ich wo genau? Im oberen Stockwerk. Ich denke, er wird bei den Actionfilmen sein, ja. Okay. Sympathischer Mensch. Ich denke, ihr würdet euch ganz gut verstehen. Na dann, du kommst klar? Ja. Okay. Dann steht er auf und tapert mal hoch. Was ihn sehr unbehagt, aber...
Ja, du gehst hoch, da sind ein paar Dudes, ein paar davon siehst du, haben Waffen in Griffreichweite, die etwas mehr hermachen und alle sind bewaffnet und gucken halt, wenn da was ist, dass man da, ne? Mhm. Und der Arzt steht da irgendwo rum und guckt sich gerade die Actionfilme durch, die eine 100.000 Sims, aber irgendwas davon, was ihn da richtig interessiert, hat aber anscheinend nicht gefunden. Sie sind, ja, ich kenne ihn ja schon. Bin nicht ausgebildet, ich sie doch einmal noch bitten, mit mir gleich nach unten zu kommen, um sich meine Freunde noch einmal anzusehen. Ja, eine Minute. Mhm, kein Problem. Es ist kein akuter Notfall, es ist nur die Nachbehandlung. Ja, ach, das ist doch alles Müll. Ich sollte mir Liebesfilme angucken, davon wäre ich mir rausgebracht. Nee, aber der vorne war gar nicht so schlecht hier. Ich bin kein Blood Ravens 3, das ist eigentlich gar nicht okay. Obwohl der Magier da ein bisschen übertrieben ist. Ich liebe übertriebene Magier. Ihr nehmt den Chip und kommt mit ihr runter. Sehr schön. Gut, dann würde er kurz bei Jojo mal reinschauen. Da wird Kaban ja vermutlich eh anwesend bleiben. Nicht, dass er jemand etwas Böses droht. Das ist richtig. Und dann wird Damian sich mal schön mit Xu verziehen. In stilles Kämmerlein. Dem werde ich dann wahrscheinlich auch hinterher gehen. Ja, er wird dann noch, keine Ahnung, ein Glas Mineralwasser sich einschenken und dir auch anbieten. Vielen Dank. Ich kenne nicht besonders viele Xus. Das ist auch ein Teil der Erde, wo ich mich nicht viel aufgehalten habe. Was nicht heißen mag, dass du nicht vielleicht hier geboren wirst. Wo kommst du her? Ostasien. Ostasien, das ist ein weiter Weg. Was hat dich hier verschlagen? Meinungsverschiedenheiten mit einem der 10 großen Cons. Ich glaube, die mögen mich da unten nicht mehr so ganz. Ich glaube, dort unten mag niemand niemanden. Ja, das kann ich bestätigen. Interessant. Und das wird sicherlich zu weit gehen, aber ich hoffe auf eine Antwort. Wie kommst du in Kontakt mit den beiden? Denn ich denke, man muss eine gewisse Verbundenheit mit den örtlichen Gruppierungen haben, um bei einer wie auch immer gearteten Aktion dabei zu sein. Ja, es ist ein... Also, erstmal allgemein gesagt, gehöre ich zu den IT-Brechern. IC-Brechern. Und mir wurde von Nische einen Auftrag gegeben, den ich wiederum an unsere Freunde hier weitergeben soll. Und dann bin ich sozusagen bei diesem Auftrag mit dabei gewesen. Aber du bist noch nicht richtig Teil dieser Gang. Ich würde ansonsten den künstlichen Hauer vermissen. Ja, leider noch nicht. War eigentlich schon knapp davor, bis unten in China dann was falsch gelaufen ist. Sie sind auch in China. Ist vielleicht nur ein kleiner Ableger, aber... Ja... Es sind ja Überzeugungen und Ideen, die sich weltweit verbreiten und an vielen Orten bilden können. Interessant. Ich bin ganz ehrlich, ich war mir nie ganz sicher bei den IC-Brechern. Sind sie Anti-Konzern? Sind sie Anti-Datensammlung? Sind sie Anti-Überwachung? Ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt, aber ich bin nie ganz durchgestiegen, was ihre eigentlichen Überzeugungen sind. Was sollte in der Welt verändert werden, damit es zu einer besseren Welt wird? Ja. Es ist ja meistens so, dass wenn man Anti-Con ist, dann ist man ja auch gleichzeitig mit Anti-Überwachung und es ist halt allgemein nach dem eigenen Interesse ist man dann noch genauer definiert. Also ist ein bisschen kompliziert, ja. Ich konnte mich nie dazu durchringen, wirkliche Werte für mich festzulegen, hinter einer wirklichen, übergreifenden Überzeugung zu stehen. Ich hatte immer das Gefühl, es behindert mich doch sehr arg, aber ich habe immer bewundert, wenn Menschen sich gewisse Ziele setzen, weil sie an das Gute glauben.
Es muss schwer sein, seine Überzeugung tagtäglich bei all den Problemen, die sich ergeben, aufrechtzuerhalten. Ja, das ist es auch manchmal. Aber wenn man es einmal sich vorgenommen hat, dann schafft man das auch. Ich bewundere die Willensstärke, das durchzustehen. Mein Problem ist, ich weiß nicht, wie groß die Opfer wären, die ich bringen könnte. Welches Opfer würdest du für deine Überzeugung bringen? Ich heb so drei Cyberfinger. Ziemlich viel. Ist das ziemlich viel? Versteh mich nicht falsch. Wie gesagt, ich hege Bewunderung für Menschen mit Überzeugung. Aber in einem Zeitalter, wo man sich ganze Hände problemlos für relativ wenig Geld ersetzen lassen kann, ist der Verlust von drei Fingern ja kein wirklicher Verlust. Man erhält ja sozusagen sogar noch ein Upgrade. Naja, sagen wir so, die habe ich erst bekommen, als ich hier in Moskau angekommen bin. Ich verstehe. Aber ich würde wahrscheinlich sogar für meine Überzeugung sterben, wenn es sein müsste. Guck, was mir die Konzerne angetan haben. Ich mag mir nicht vorzustellen, was sie dir angetan haben, aber das ist das größte aller Opfer. Ein sehr zynischer Mann sagt immer, es wäre das kleinste, weil man dann ja, wenn man tot ist, dann ist nichts mehr, also hat man auch nichts mehr zu erleiden, aber dennoch halte ich dieses Opfer für wirklich groß. Ich habe keine Bedenken, dass du schon irgendwann bald demnächst dich in die Reihen der IC-Brecher begeben kannst. Ja, das hoffe ich auch. Kann man Nietzsche zurzeit erreichen? Könnte da Schwierigkeiten geben momentan. Der ist nach meinen Informationen verschwunden. Verschwunden? Weiß auch nicht genau. Aber es kommt ja ab und zu mal schon mal vor, dass er mehrere Tage einfach mal weg ist von der Bildfläche. Natürlich, aber es verwirrt mich, jemand, der noch nicht bei den IC-Brechern ist und mir sagt, vielleicht würde er sein Leben geben. Der ist Anwärter, aber jemand, der der Boss ist, der das größte Maß an Leidensfähigkeit unter Beweis stellen müsste, der verzieht sich einfach, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Ich habe ihn vor 2 Wochen auf jeden Fall noch gesehen. Vielleicht ist er zum anderen Ableger gereist. Das kann natürlich sein. Darüber weiß ich nichts. Gäbe es eine Möglichkeit mit dem, ich bin mir nicht sicher, wie bei euch die Strukturen sind, mit dem Rangnächsten zu sprechen, mit jemand, mit dem ich Geschäfte verhandeln könnte, akut, kurzfristig, wie auch immer geartet? Klar, ich kann Ihnen dann was vermitteln. Es muss nichts sein, was wir sofort klären. Das ist weder der Zeit noch der Ort. Ja, genau. Ich würde mich schämen dafür. Und das kann ich. Das kann ich beim besten Willen nicht. Es gibt so viele Dinge, für die man sich schämen muss. Ein Hula-Hoop-Wettspiel zu gewinnen aufgrund einer grandiosen Selbstunterschätzung, ist es egal. Bilder, die schon lange in Vergessenheit geraten sind. Und darauf bin ich stolz. Darüber kann ich mich schämen. Doch hier sollten wir solche Geschäfte nicht machen. Das ist eine Form von Scham, die ich nicht ertragen kann. Aber wenn ihr als Gemeinschaft offen wärt, Kontakt herzustellen, das Comlink, was du jetzt hast, kannst du natürlich behalten. Und ich würde dir eine andere Nummer geben, mit der man sich vielleicht später, wenn die Dinge wieder etwas ruhiger liegen, verständigen kann. Okay, ich werde es auf jeden Fall ausrichten und weitergeben. Natürlich an den Ranghöheren. Ob wir Kontakt aufnehmen. Vielen Dank. Xu, es hat mich sehr gefreut. Ja, auch schön mit Ihnen, schön Sie kennenzulernen. Ja, ja. Vielleicht unter besseren Umständen wäre natürlich noch schöner, aber
Die Umstände sind gut, denn wir können nicht voneinander weg. Wir sind gezwungen, uns kennenzulernen. Es ist viel besser als so ein lächerliches, kleines, ach, wir treffen uns und reden ein paar Worte. Man lernt sich nicht kennen. Hier kann mir keiner ausweichen. Das sind die besten Gespräche. Es ist die Not, die zusammenschweißt und nicht die guten Zeiten. Aber wie auch immer, ich danke dir. Dann werde ich ihm die Hand geben und dann wieder rückwärts zu Kaban zurückgehen. Richtung Couch. Gut. Er wird dann rauskommen. Wie geht es, Jojo? Also ich nehme an, dass die Nachkontrolle noch irgendwann mal abgeschlossen war. Es geht ihr den Umständen entsprechend, aber etwas besser. Dank der fachmännischen Hilfe von ihr. Also immer noch beschissen. Natürlich. Ich wollte es jetzt so nicht ausdrücken, aber ja. Tu dir keinen Zwang an. Ich bin jemand, der so ist, wie er ist und jemand, der so spricht, wie er spricht. Aber bitte glaube mir, in meiner Gegenwart muss man sich nicht besonders arg zusammenreißen, irgendwie versuchen, die Floskeln zu benutzen, die ich benutze, oder selbst Tischmanieren sind mir meistens ziemlich egal. Solange ein gewisses Maß an Grundrespekt da ist und solange es sich nicht gerade um eine Lokalität handelt, bei der du verstehst, was ich meine. Mhm. Kaban, hättest du direkt im Anschluss ein paar Minuten Zeit für mich? Ich bin gerade beflügelt. Selbstverständlich. Wollen wir hier oder wollen wir in den Raum gehen? Mir ist es. Wie gesagt, lieber im Duett. Na dann. Nach ihm. Das ist ihr Haus. Ja, der wird dann, das ist quasi nochmal kurz so ein verbeugendes Nicken andeuten und dann würde reingehen. Ja, ich flinze mich da so auf. Er sitzt wahrscheinlich auf dem Stuhl, ich sitze dann noch, blende mich dann schön auf dem Bett. Kaban, du bist doch jetzt schon eine ganze Weile Anwärter, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Es übersteigt meine Vorstellungskraft. Wie hält man das aus? Wie schafft man das? Ja, puh. Mittlerweile geht's besser. Vorher musste man natürlich so sich die üblichen Schindereien erdulden lassen, aber man weiß ja, wofür man es tut, nicht wahr? Versteh mich nicht falsch, du wirkst wie jemand, der völlig zu Recht auch auf gewisse Teile seines Stolzes nicht verzichten will, wie jemand, der sich nicht immer alles sagen lassen will, wie ein selbstbewusster Ork in seinen besten Jahren. Danke. Ja, schon, klar. Das Ganze beruht natürlich auf einer gewissen, auf der einen Seite ein Ritual, auf der anderen Seite versuchen die einen natürlich auch zu testen. Das machen sie mit ihren Mitarbeitern mit Sicherheit auch. Dementsprechend, da muss man halt einfach mal auch die Arschbacken zusammenbeißen. Tatsächlich bin ich jemand, der das nicht macht. Ich lasse das machen. Ich weiß, dass es notwendig ist, aber ich will mich damit nicht abgeben. Ich war auch nie Anwärter. Vermutlich habe ich gar nicht das richtige Maß des Testens. Das müssen andere übernehmen. Ich pflücke mir einfach die reifsten Früchte. Ich bin schon immer jemand, der sich eigentlich das Beste nur nimmt. Und wo wir gerade beim Besten sind. Ich erwarte die beste Geschichte, denn Gerüchte sagen, du hättest den Sandmann und den Handwerkerersatz zugleich getötet. Und es muss ein ganz und gar epischer Kampf gewesen sein. Vermutlich im strömenden Regen, inmitten einer Kreuzung. Und es sind diese heroischen Geschichten, die ich liebe. Bitte, bitte erzähl sie mir. Ja. Epischer Kampf im Regen war es nicht. Es war halt klar, also ein kleines Handgemenge. Sagen wir es mal so, ich hatte Glück, dass ich schnell genug reagieren konnte. Die Jungs waren ziemlich, also beide waren ziemlich zugedröhnt mit Drogen, dementsprechend reagierten, also ich weiß nicht, ob sie die Auswirkungen von Bliss kennen. Man reagiert relativ schnell. Bliss ist das Heroin, du meinst Jazz. Oh.
Jazz, oh, Entschuldigung, von Jazz kennen. Man reagiert halt recht schnell, wie auf Steroiden quasi. Daher hatten wir relativ, hatte ich relativ gut, viel Glück, dass ich meinen Kontrahenten relativ zeitnah an einer tödlichen Stelle treffen konnte. Ich glaube, ich habe zu viel Kampffilme gesehen. Immer wenn ich von gerüchteweise höre, jemand hätte den und den oder den oder das erledigt, dann denke ich an stundenlange Kämpfe, vermutlich noch mit dem Rennen über Wasser und Sprüngen und Hieben und Stichen, Paraden über Paraden und dem Geklirr von Schwertern. Aber am Ende sagen mir die Leute immer wieder, ich war schneller und habe ihnen in den Bauch gestochen. Ja, das ist, also wenn ich schätzen müsste, würden es vielleicht 9 Sekunden gewesen sein oder so, der ganze Kampf. Wenn überhaupt. Es, so ein Kampf ist jetzt nicht gerade das Heroische, was man machen kann. Also die ganzen Karl Combat Mage oder die Materials sehen zwar schick aus, aber es geht eigentlich nur darum, dass man die Reaktion des anderen richtig einschätzt und dann im richtigen Moment das Messer an der richtigen Stelle hat. Schade eigentlich. Definitiv. Es kostet nämlich einem auch relativ schnell das Leben. Natürlich wirst du verstehen, dass wenn ich diese Geschichte erzähle, ohne deinen Namen zu nennen, ich bei strömendem Regen, Attackenparaden, dem Geklirr von Schwertern und das Mittelfeld einer Kreuzung bleiben muss. Im Endeffekt war es sogar ein Hausdach, also das macht es vielleicht noch ein bisschen. Ein Hausdach. Natürlich waren es viele Hausdächer mit verbindenden kleinen Planken, wo auch immer sie herkamen, spielt keine Rolle für die Geschichte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und nachdem ich da meinen Kontrahenten ausgeschaltet habe, konnte ich dann, wie es halt so ist im Gefecht, den nette Sandmann von hinten erwischen, also dementsprechend. Es war sehr viel Glück mit dabei. Selbstverständlich. Also es ist einem Kampf immer, hat halt der Gewinner irgendwo das Glück gehabt, der Gewinner zu sein. Mal ganz etwas anderes. Ich vermisse schmerzlich einige gute Bekannte eines kleinen Motorradclubs Kaban. Was ist mit den Bones passiert? Ich gucke ihn mal kurz abschätzend an. Ist der wirklich interessiert? Oder, er ist interessiert. Oder ist der, Er ist interessiert, aber weißt du, er war jede Sekunde deines Gesprächs interessiert. Ja, ja. Und ich bin ja auch super geil darin abzuschätzen, wie die Leute sowas raus sind. Wenn du würfeln willst, kann man würfeln. Mir ist das Wurst. Nee, passt schon. Nun, wie soll man es am besten sagen? Sie hatten weniger Glück. Irgendjemand, ich weiß nicht wer, und ich kann wirklich nicht, ich weiß es wirklich nicht, es deuteten einige Anzeichen in einige Richtungen, in einige Anzeichen in andere Richtungen, hat sie sich vorgenommen und nach ausgeschaltet. Durch einen kleinen, fiesen Trick. Inwiefern sind Sie darüber informiert? Ich weiß nur, dass sie plötzlich alle tot waren. Und ich weiß, dass du da warst, zusammen mit einem anderen Ork eurer Gang. Das ist richtig. Wir haben sie tot in ihrem Gang. Und das soll um Gottes Willen keine Unterstellung sein. Das hat sich auch so nicht angehört. Und es würde uns auch keinen Sinn ergeben, wenn wir unsere eigenen Verbündeten abschlachten, nicht wahr? Es wäre eine Taktik, die mir so bisher noch nicht bekannt gewesen ist. Ja, auf jeden Fall stellten wir dann relativ zeitig fest, dass durch Kritter-Einsatz die Gang ausgelöscht wurde. Und ja, was soll man machen, ne? Wer ist dafür verantwortlich? Ich weiß es nicht. Hundertprozentig. Es gibt Indizien, die in eine Richtung führen und in eine andere.
Indizien gibt es bestimmt in jede Richtung. Ich selbst vertreibe nicht, ich bringe nicht nur gern Menschen zusammen, ich vertreibe selbst auch einige Kritter. Das heißt, es würde selbst Indizien geben, die in meine Richtung führen. Exakt. Aber allerdings konnten Jojo und meine Wenigkeit diese Indizien durchaus, also diese Bedenken in diese Richtung durchaus zerstreuen. Kaban, ich schätze es sehr, wenn jemand direkt einfach auch mal sagt, exakt und nicht, oh nein, in deiner Richtung hätten wir nie. Hätten wir da, wenn du das jetzt so sagst, überhaupt keine Indizien vermuten können? Du hast dir meine Achtung verdient. Und du wirst mir trotzdem nicht sagen, wen du vermutest. Nun, die politische Lage ist momentan sehr angespannt und ich bin nur ein Anwärter in dieser Gang. Dementsprechend tut es mir leid. Dazu werde ich und darf ich mich nicht äußern. Du bist ja auch nicht wie ich. Das wäre auch ein Problem, was ich als Anwärter hätte. Ich möchte gern so viel sagen. Und dann müsste ich den Mund halten. Noch mehr, als man sowieso schon muss. Und es würde mich einfach verzehren und am Ende würde ich platzen. Nach genügend Schlägen hält man irgendwann den Mund. Mir wurde meine große Klappe auch ausgeprügelt. Vielleicht kann Jojo darauf besser antworten. Ja, möglicherweise. Vielleicht sollte ich sie fragen, du hast recht. Ich musste diese Fragen loswerden, aber ich wollte selbstverständlich heute noch nicht. Ich wollte heute noch nicht mit Jojo reden. Ja, momentan geht's ihr auch nicht so sehr. Die Schmerzmedikamente dröhnen doch schon. Und die Verletzung natürlich auch. Natürlich. Und? Sonst so? Läuft alles gut bei der politischen Lage gerade? Wow. Ich habe Befürchtungen, dass wir in dieser Stadt das russische Volk hätte ein stolzes Volk werden können. Und es hat eigentlich allen Grund dazu. Aber so wie wir uns über die letzten 1000 Jahre entwickelt haben, auch wiederum nicht. Wir sind allesamt, und diese Stadt macht es mir immer wieder deutlich, in einem elenden Trott gefangen, in dem sich Dinge anbahnen zu verändern. Und am Ende ist davon nichts mehr übrig. Natürlich haben die Deutschen sie eingeschleust, aber wir haben damals versucht, eine andere Welt zu schaffen, mit einem anderen Wirtschaftssystem. Die Dinge haben nicht funktioniert, weil die Menschen sind. Natürlich. Aber es war ein Keim, es war eine Saat der Änderung, der Basisdemokratie, eine andere Art von Basisdemokratie, aber der Basisdemokratie. Und am Ende kamen wir wieder bei einem diktatorischen System voll Repressalien und voll Einschüchterung, voll grenzenlosen Opportunismus an. Nur um dann abgelöst zu werden von einer Scheindemokratie unter bärenfangenden Superpräsidenten und hin zu einer Konzerndiktatur. Und am Ende sind wir immer wieder an derselben Stelle und ich bin es leid. Ich bin es wirklich leid. Und das, was wir erleben in unserem Milieu, im Milieu, was sich mit der Seite des Gesetzes beschäftigt, der anderen Seite des Gesetzes beschäftigt, auch wir, immer wieder gibt es Verwerfungen, es gibt Umstürze, die keine sind, denn egal was passiert, wir kommen immer und immer wieder an derselben Stelle raus, in einem System voll Repressalien, voll Opportunisten. Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe schwarz für unsere Zukunft. Ich denke nicht, dass wir nochmal ein stolzes Volk werden können. Nicht mal wir als kleine kriminelle Vereinigung können nochmal ein stolzes russisches Volk von Dieben werden, weil sich nie etwas zu ändern scheint und am Ende immer nur mehr und mehr Blut vergossen wird, wie als
wie als müssten die Gezeiten über uns kommen und Menschen müssten sterben, nur damit wir am Ende feststellen, dass wir gar nicht anders können, als uns unterzuordnen. Und ich fürchte fast, ich bekomme Depression von diesem Zustand. Kopfschmerzen bereitet das auf jeden Fall, das ist richtig. Ja, das war jetzt nur eine halbe Antwort auf deine Frage und dessen bin ich mir bewusst. Es gibt Fortschritte und es gibt Probleme, die ich auf mich zukommen sehe und wir alle, denke ich, sind uns einig, dass man sich schützen muss nach innen und nach außen. Und wir müssen sehen, was kommt. Ja, das stimmt wohl. Aber auch ich sehe da dunkle Wolken am Horizont, die da auf uns zukommen. Es wäre nicht so schön, wenn wir von einer Traufe in den Regen kommen. Nicht wahr? Ich werde ungern nass. Nun, wenn Sie sich dann mit Jojo unterhalten, wäre vielleicht auch die Unterhaltung über einen gemeinsamen Regenschirm nicht verwerflich. Wo kommt nur dieser Überschwang an Metaphern her? Ich liebe ihn. Ein Rettungsschirm quasi. Soll helfen, ne? In der Tat. Nun, ich denke, morgen werden wir Rokoko erwarten können. Und vielleicht sollte ich noch einen Tag vertrösten. Ich denke, übermorgen sollten wir uns bereit machen, aufzubrechen. Maßgeblich ihr. Und während Rokoko sich darum kümmert, dass Jojo von niemandem mehr wiedererkannt werden kann, werde ich vielleicht etwas Zeit haben, mit ihr zu sprechen. Nein, das ist keine gute Idee, wenn er sich um dich kümmert. Das denke ich auch, das wäre. Ein privates Gespräch wäre da. Ich sprach selbst von einem Duett. Ich weiß auch nicht, warum ich immer einen Dritten dazu bringen will. Aber ich danke dir soweit. Gerne, gerne. Immer wieder. Er lächelt dir zu, macht sein typisches Kopfschieflegen, Kopfschütteln und gleichzeitig nicken, Ding und geht. Sehr schön. Gut. Ich gehe zu Jojo. Hm. Geht's dir halbwegs? Ja. Na, fit? Ja, geht schon. Sehr gut. Teil unserer Bezahlung für unseren Aufenthalt war, dass wir uns netten Vier-Augen-Gesprächen hingeben werden müssen. Oder beziehungsweise ich hatte das schon und Xu auch. Er wird auch auf dich zukommen. Mich hat er unter anderem gefragt, was mit den Bones geschehen ist und meine Einschätzung dazu. Na, klasse. Richtig. Ja klar, dass ihn das interessiert. Das sind ja quasi seine Nachbarn. Ja, ist richtig. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass... Die Frage hätte ich auch gestellt. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass unsere Vermutung richtig lag. Und er nicht dahinter hängt. Sag ich doch. Das habe ich ihm gesagt, dass wir natürlich Indizien gefunden haben, die auf ihn ziehen. Und das ist okay. Ich glaube, alles andere hätte der auch. Genau, das denke ich auch. Er wird sich auf jeden Fall, denke ich, noch mit dir unterhalten wollen. Aber er lässt dir noch 2 Tage Zeit. Das ist aber nett. Richtig. Dann wird auch jemand namens Rokoko kommen. Das hast du, glaube ich, schon mitgekriegt. Ich weiß es nicht. Nee, habe ich nicht. Wer ist das? Rokoko ist wohl irgendwie ein Künstler. Das kann jetzt Gutes und Schlechtes bedeuten. Ein Make-up-Artist. Ach so. Und dann fahren wir Richtung Heimat. Hey, ich lasse immer gern fremde Leute an mir rumfummeln. Naja, wenn es sein muss. Genau. Immerhin. Immerhin, genau. Vielleicht sollte ich mir den Arzt mitnehmen. Ja, da scheint gar nicht so schlecht drauf zu sein. Nee, ich denke mal, die nächste Abreibung kommt dann. Ja, es ist... Ich befürchte es. Abwarten. Achso, ich habe auch noch übrigens
ein bisschen weiter über die politische Lage an sich gesprochen mit ihm, was er denn davon hält und so weiter und so fort. Und ihm einfach mal eröffnet, dass er sich mit dir über vielleicht ein Rettungsschirm unterhalten soll oder so. Ich habe ja nichts zu sagen, aber warum nicht? Tja. Naja, mal gucken. Ich hab, je nachdem, wie die Situation ist. Eben. Okay. Ist sonst alles in Ordnung bei euch? Bei uns auf jeden Fall. Also, mir geht's wieder blendend, als wenn nichts gewesen wäre. Okay. Die allerdings, sieht immer noch kacke aus. Danke, das soll ich super gerne. Ja, ich sehe wahrscheinlich auch. Das sagst du mir wahrscheinlich auch noch die nächsten 2 Wochen. Möglicherweise, ja. Aber immerhin, dieser blaue Fleck ist auch gar nicht mehr so groß. Er bedeckt nur noch den halben Arm. Außerdem wird er jetzt langsam, also wechselt er jetzt von blau zu, so von diesem hellen Blau in ein dunkles Lila. Ich nenne das einfach mal einen Fortschritt. Ja, definitiv. Also stell dir mal vor, jetzt bist du im Dunkeln im Gang wieder. Dann hast du perfekte Tarnfarbe. Nee, das ist... Ja, du musst das positiv wieder machen. Camouflage. Genau. Wir kriegen keine blauen Flecke. Wir tätowieren uns von innen. Mit Schmerz. Das klingt total vernünftig. Definitiv. Das klingt total vernünftig, echt. Ah, naja. Abwarten. Wie schlägt sich Xu? Hat er irgendwas gesagt? Er weiß nichts, was mich interessieren würde. Das ist richtig. Ich habe auch keine Ahnung, was er erzählt hat. Ich war nicht dabei. Schöne 4-Augen-Gespräche. Ja. Naja, gut. Er hat sich ja ganz gut geschlagen. Genau. Hier, ich habe dir übrigens Wasser mitgebracht. Das wirst du wahrscheinlich brauchen. Klingt gut. Oder willst du lieber etwas mit Geschmack? Nee. Dachte ich doch. Der hat sich ja ganz gut geschlagen. Ich meine, ohne seine Drohne wäre ich vermutlich ein bisschen am Arsch gewesen, aber sonst war okay. Das hat sie doch nicht gesehen. Naja, damit können wir uns immer rausreden. Entschuldige bitte. Ihr wisst genau, wie es gemeint war. Ja, aber ich muss dich doch einmal am Abend beleidigen. Ja. Ich habe eine Strichliste, ich bin dazu verpflichtet. Nein, bist du nicht. Doch, wurde ich von Wanderzart. Das ist nicht nett. Kann ich ja nichts für jetzt, also. Doch. Na gut, lass mal einen Schritt vorangehen. Ja. Ja. 2 Tage später kommt Rokoko. Rokoko ist einfach ein Dude, der aussieht wie ein Steinmetz. Oh Gott. Aber selbstverständlich hatte die Akkuratesse eines Uhrmachers. Und er wird euch aus euch Menschen machen, die ihr nie vermutet hättet. Inklusive Fingerabdruck verändert und ihr kriegt so ein Kaugummi. Ihr so ein Bonbon, eine Pastille, die man sich quasi einwirft und dann zerbeißt und dann kurz im Mund rumwühlt. Damit, wenn die Bullen kommen und sagen, hier, ich will jetzt eine DNA-Probe, ob du wirklich der bist, und dir dann mit einem Stäbchen im Mund rumfuchteln, dann ein anderes Ergebnis kriegen. Oh, nice. Nice. Wo kriegt man solche Pillen, ja? Das würde dir leider nicht sagen. Hm. Und während die anderen beiden zurechtgemacht werden, und ich sag mal, Kaban, du kriegst natürlich schon längere Locken. Muss ja. Goldene, bitte. Was gibt's denn für andere Locken? Sehr gut. Jojo. Mhm. Oder irgendwann dort Damian reinkommt. Ja. Das letzte Gespräch, was wir hatten, bevor du vor wenigen Tagen hier angerufen hast, das war, als ich dir die Blumen zum Geburt deines Kindes geschickt habe. Und du hast dich artig bedankt. Wäre nicht nötig gewesen. Aber mein Beweggrund, dass ich weiß nicht, ob ich das damals gesagt hatte, ich habe immer das Gefühl, wenn Kinder zugegen sind oder wenn Kinder frisch schlüpfen, dass die Mütter sofort in Vergessenheit geraten.
Wie heißt dein Kind eigentlich? Joachim. Ein ungewöhnlicher Name. Stimmt. Meinst du, er wird von seinen Freunden später Kim oder Joa genannt? Oder Joak? Ich habe keine Ahnung. Aber das werden sich die Freunde dann überlegen. Willst du mir sagen, dass es nicht in die Namensvergabeüberlegung mit eingeflossen? Ja, das stimmt. Aber es gibt genug Möglichkeiten, daraus Spitznamen zu machen. Also insofern, denke ich, hat er ganz gute Karten. Das stimmt wohl. Jojo, ich bin ganz ehrlich, ich möchte mit dir direkt zur Sache kommen. Wir sind die beiden, die am meisten schon die Gespräche vorher geführt haben. Und auch wenn Kabal immer dabei war, er kam ja kaum zu Wort. Deswegen war ich so froh, ihn vor einigen Tagen selbst sprechen zu können. Aber mit dir möchte ich doch über die Fragen reden, die mich als Geschäftsmann am ehesten betreffen. Das habe ich mir fast gedacht. Ich fürchte auch, früher oder später, was heißt ich fürchte? Ich denke, früher oder später wird ein Treffen vielleicht deines Bruders und mir unerlässlich sein. Und dennoch denke ich, dass umso mehr Vorarbeit wir hier leisten, umso einfacher wird es, da ich mit meiner Art vermutlich nicht besonders ansprechend wirke. Es kommt sicherlich auf deinen Gesprächspartner an, aber mein Bruder ist niemand, der die Geduld für lange Geschichten hat. Und meine Willensstärke ist normal ausgeprägt, aber an diesem Punkt eben nicht. Wie auch immer, das wird sich dann zeigen. Man muss sich auch einfach mal zusammenreißen. Jojo, was ist mit den Bones passiert? Ganz genau weiß ich das nicht, muss ich ehrlich sagen. Irgendjemand hat offensichtlich ein ziemlich starkes Interesse daran gehabt, die Bones platt zu machen. Aber warum genau, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, bin nicht so informiert über ihre Geschäfte gewesen, dass ich sagen kann, wem sie explizit auf die Füße getreten sind. Ich vermute, dass die Worry was damit zu tun hat. Aber wer genau? Und wie gesagt, das Warum? Ob da eine taktische Überlegung hinter war, ob sie jemandem auf die Füße getreten sind oder das einen ganz anderen Grund hatte, weiß ich nicht. Als ich vor zwei Tagen mit Kavan sprach und er mir eine ganz unverfängliche Frage stellte, habe ich mich in Rage geredet. Und ich brauche deine Meinung. Jojo, wo führt das alles hin? Die Kriege, die Stellvertreterkriege? Schwierig. Ich glaube, dass bei der Worry im Augenblick ziemlich viel los ist. Und ich vermute sogar, dass es nicht nur die beiden Parteien gibt, sondern dass vielleicht sogar noch eine dritte Partei im Spiel ist. Aber ich weiß es nicht genau. Und ich nehme mal an, dass die beiden Parteien jetzt damit beschäftigt sind, sich so lange klein zu kriegen, bis sie früher oder später ein Vakuum in der Stadt hinterlassen, bei dem noch nicht klar ist, wie das gefüllt wird. Bei Auseinandersetzungen, wie wir sie jetzt erleben, gibt es die Möglichkeit zu versuchen, das, was man hat, zu erhalten oder die Möglichkeit, sich etwas mehr zu nehmen und das Vakuum mit sich selbst zu befüllen. Und ich muss wissen, wo ihr steht. Du meinst, du möchtest wissen, ob wir dir Probleme bereiten werden? Nein. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr mir Probleme bereiten werdet. Vielleicht werdet ihr mir Probleme bereiten, aber dann nur indirekter Natur bei Dingen, von denen ihr nichts wissen könnt, weil ihr Geschäftspartner beeinträchtigt, von denen ihr nichts wissen könnt. Das liegt aber dann doch nicht an euch. Nein, ich möchte nicht wissen, ob ihr mir Probleme bereiten könnt. Wir liegen doch ein ganz erkleckliches Stück auseinander. Ich möchte wissen, ob ihr aggressive Expansionspläne habt. Im Augenblick nicht. Zumindest keine, von denen ich weiß.
Jojo, was ist eigentlich genau deine Position in der Gang? Ich kann mir vorstellen, es ist wirklich schwierig. Du wirst gesehen als Mutter und als Schwester, die sich natürlich mehr beweisen muss. Du bist die einzig Erwachte in deiner Gang und hast Kontakt zu noch einem anderen kriminellen Milieu gepflegt. Du hast dich im Bereich von Runnern ausgetobt. Was genau, wie ist deine Position? Und ich meine nicht Titel, Rang und Hierarchie. Nein, ich meine deine Position im Rollengefüge. Verzeih, wenn ich deine Worte jetzt benutze, aber ich bringe Menschen zusammen. Du bringst Menschen zusammen. Das ist deine Aufgabe in der Gang, aber ist das deine Rolle? Kommt drauf an, was du als Rolle definierst. Was verstehst du unter Rolle? Du willst... Es geht nicht um Rang, du willst wissen, wie mein Rädchen da in dem Gefüge ist. Naja, also es gibt die Mutterrolle, die Schwesterrolle. Es gibt die Rolle des Bodyguards, des ruhigen und doch verlässlichen, der nicht eben nur das tut, was mit Grobschlächtigkeit, nein, verbunden wird, sondern jemand, auf den man sich verlassen kann, nicht wahr? Ja. Nein, die Rolle des Bodyguards ist sicherlich nicht meine. Ich glaube, da tauge ich auch nicht besonders gut für, sagt sie schmunzelnd und guckt an sich herunter. Um ehrlich zu sein, ist die nicht genau definiert. Es kommt drauf an, was gerade erforderlich ist. Bodyguard sicherlich nicht, aber es kommt drauf an, was gerade gebraucht wird. Ich glaube, du bist der Vermittler zwischen deinem Bruder und der Gang. Ich glaube, du bist ein Zahnrad. Und ich glaube, du kannst ziemlich gut abschätzen, nicht nur, ob ihr jetzt aggressive Expansionspläne habt, sondern ob ihr generell eher in den nächsten 4 Jahren euer Territorium ausdehnen wollt oder ob sich die entsprechenden Kräfte in eurer Gang, die das Sagen haben, dazu entschließen könnten, das zu tun, und ich muss das wissen. Ich könnte dir das sicherlich sagen, aber wie du gerade sagst, die Zeiten sind im Augenblick extrem schwierig. Dadurch, dass ich nicht weiß, wie sich die Situation in der Stadt, die ja ziemlich wackelig ist, jetzt gerade entwickelt, kann ich dir auch nicht sagen, inwiefern das notwendig sein wird. Wenn es notwendig werden sollte, weil entweder eine Partei da ist, die Schwierigkeiten bereitet und die Chance da ist, diese Partei gegebenenfalls aus dem Weg zu räumen, dann ist es möglich, dass das passiert. Es kann sein, dass die Situation derart schwierig wird, dass wir mehr damit beschäftigt sind, das, was da ist, in irgendeiner Form zu erhalten. Wenn sich die Chance ergreift, das ohne größere Verluste zu machen, dann wäre das vermutlich wäre das ein Punkt, den man sicherlich wahrnimmt. Aber solange die Situation jetzt ist, wie sie ist, ist das schwer abzuschätzen, und das wirst du sicherlich verstehen. Es ist nicht so, dass ich da eine konkrete Aussage treffen kann. Ich kann es tatsächlich nicht. Ich weiß, dass du das wissen müsstest. Und wenn es einen konkreten Plan gäbe, würde ich dir diesen konkreten Plan nicht sagen. Aber ich würde dir zumindest sagen, was in den nächsten paar Jahren oder was zumindest in der mittelfristigen Zukunft passieren wird. Aber ich kann es im Augenblick einfach nicht. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, vermutlich. Wenn sie sich nicht ergibt, wird es auf jeden Fall nicht forciert. Solange es nicht notwendig wird. Aus irgendwelchen Gründen, die jetzt noch nicht absehbar sind. Ich kannte diesen angehenden Exec und ich weiß nicht, bis heute nicht, ob es vielleicht meine Art, seine Naivität oder die bezaubernden Strände der Côte d'Azur waren. Ich glaube, vielleicht war es die Kombination. Und wir haben uns gut verstanden, wir haben uns gut unterhalten, wir hatten ähnliche Interessen, und obwohl er so viel jünger war als ich,
haben wir sehr schnell eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut. Es war etwas, was man nur selten erlebt. Etwas, was mich auch verwirrt hat und was mich umso mehr verwirrt hat, als ich erkannte, dass es von ihm aus auch wirklich zu 100% dieses Vertrauen gab, selbst dann, als ich ihm den Schierlingsbecher reichte. Und ich habe das bei dir nicht vor. Nein. Ich verstehe mich aber auch mit dir sehr gut und ich hatte bisher immer das Gefühl, dass wir gut übereinkamen, dass wir schnell Regelungen gefunden haben, um kleinere Abmachungen zu treffen, und ich denke nicht, dass es Probleme geben würde bei größeren Geschäften oder beim Aufbau von Beziehungen. Aber dennoch quält mich die Frage, weil ich das Gefühl habe, dass du mir vertraust, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wieso. Jetzt schmunzelt sie wieder ein bisschen. Ich meine, du kamst nach dieser Aktion, die in Donskoy nicht stattgefunden hat, und hast mich angerufen, obwohl du nach dem Verscheiden der Bones nicht wissen konntest, ob nicht doch ich es getan habe und ob du nicht direkt in meine willigen Arme, die ausgestattet sind mit den schärfsten aller Klingen, rennst. Und du warst sehr offen in diesem Gespräch gerade. Und wie gesagt, ich bin erfreut und doch verwirrt. Sie überlegt tatsächlich kurz. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, konkret an etwas festmachen oder Vertrauen konkret an etwas festmachen ist schwierig, solange man eine Person nicht besonders gut kennt. Ich vertraue dir bis zu einem gewissen Grad. Dennoch, musst du mir verzeihen, kennen wir uns nicht gut genug, dass ich einen bestimmten Grad des Vertrauens überschreiten könnte und wollte. Aber bis jetzt gab es keinen Grund, dir nicht zu vertrauen. Und dass du was mit den Bones zu tun hast, stand zur Debatte. Aber zu dir passte es am wenigsten und du hattest am wenigsten Gründe dafür. Vielleicht Gründe, die ich nicht kenne, das ist sicherlich möglich. Aber es passte nicht zu dir. Und ansonsten, weshalb ich dich jetzt angerufen habe, weil du in diesem Moment die beste Alternative warst. Und jede andere Alternative, die ich gehabt hätte, ein höheres Risiko bedeutet hätte, als dich anzurufen, der zumindest die Abmachung, die wir bisher getroffen hatten, immer ganz gut funktioniert haben. Und wir uns tatsächlich immer ganz gut verstanden haben. Und du zumindest aus dieser ganzen Sache bestimmt mit einem gewissen Vorteil herausgehen wirst. Und ich einfach annahm, dass diese Vorteile ausreichend sind. Das hatte ich auch gehofft, aber der größte Vorteil, den ich mir aus dieser Sache hier direkt erhofft habe, war, meine Neugier zu befriedigen. Im Alter hat man irgendwann, wenn man die Grundbedürfnisse befriedigt hat, hat man nichts weiter als seine Neugier. Ich bin enttäuscht, denn ich konnte sie heute nicht befriedigen, Jojo. Schade. Dieser Punkt hätte mich so unheimlich interessiert. Und solltest du irgendwann vielleicht selbst in Selbstreflexion zu einer anderen Antwort kommen, ich würde sie wirklich gerne hören. Weshalb ich dir vertraue? Bis zu diesem Grad natürlich. Ich weiß, dass du nicht jene Naivität des jungen Ex-Ex hast. Menschenkenntnis und Bauchgefühl? Viel mehr ist das, glaube ich, nicht. Ich kann keine Liste machen, an der ich das abhaken könnte, weshalb ich dir vertraue und weshalb ich dir nicht vertraue. Diese Liste gibt es nicht. Und ich glaube, auch du führst so eine Liste nicht. Sondern du verlässt dich in dem Fall auf deine Menschenkenntnis, oder nicht? Hast du eigentlich etwas von dem Konfekt gekostet oder fühltest du dich gar nicht in der Lage, etwas zu essen in den letzten Tagen? Denn ich kann dich unmöglich gehen lassen, ohne dass du zumindest mal abbeißt.
Ich sag mal, die Tabletten tragen nicht unbedingt zum Wohlgefühl bei, deswegen habe ich das in der letzten Zeit eher nicht getan. Nun gut, ich werde also Kaban einen ganzen Batzen davon mitgeben und er wird schon dafür Sorge tragen, dass du etwas davon abbekommst. Ja, das macht er bestimmt. Schön. Es klopft an der Tür, offenbar will mal Rokoku rein. Das heißt, er wird dann aufstehen, dich anlächeln, nicken, Kopf schütteln und rausstolzieren. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis in ungefähr einer Stunde. Den ersten Teil des Weges werden wir noch gemeinsam nehmen. Gut. Dann wirst auch du hier schminkt. Ach ja. Du siehst aus wie das letzte Drogenopfer übrigens. Ja, bevor er rausgeht, meint sie noch, danke. Nichts zu danken. Noch nicht. Dann, Jojo sieht aus wie ein übelstes Drogenopfer, das passt nämlich ganz gut gerade. Didi ist... Was macht man am besten mit Chinesen? Ich würde sagen, so ein... Obwohl, das ist richtig dumm. Wie war nochmal deine Haarlänge? So mittelmäßig, also ungefähr vor dem Bild. Die Länge würde ich jetzt mal sagen. Okay. Na, dann wird es vermutlich so wie heißt das gleich nochmal? Ist auch völlig egal. So halb Manga durchgestylt mäßig werden, auch mit Klamotten und allem und ne? Schön die Augenbrauen nochmal ordentlich durchgezupft und alles. Und das und Lidschatten und so ein Shit, was es nicht alles gibt. Oh. Und dann, wenn ihr damit fertig seid, werdet ihr euer Zeug zusammenpacken, was es halt noch so gab. Ich meine, viel wird ja im Auto gewesen sein. Aber zumindest Wäffelchen und sowas. Und dann wird er vermutlich ein Fahrzeug stellen, was euch dann hochbringt. Und er sag mal, es mag schon eine oder, naja, eigentlich kommt er nur durch eine Kontrolle, realistisch gesehen. Aber euch erkennt halt einfach kein Schwein und die gucken auch eher rein, als dass sie Sinnkontrollen machen, weil sie sonst den Verkehr nicht mehr bewältigen können. Und dann seid ihr wieder da. Yay! Juhu! Wir haben überlebt. Buh! Ihr kommt an. Es wird eine Waffe von euch gerichtet. Von einer Gängerin von Falcons. Was seid ihr denn für Witzfiguren? Verpiss euch! Nimm die scheiß Waffe runter. Hallo, das werde ich mir sowas von rahmen lassen, Frischling. Also, ich kann einfach mal glücklich sterben. Mhm. Hast du ein Bier? Vater, du musst mal ein paar Schritte weggehen. Ich will nur die beiden auf dem Foto haben. Fick dich. Sie kriegt auf jeden Fall so ein Stinkefinger auf jeden Fall in die Kamera mit rein. Hey, Engel zeigen keine Stinkefinger, mach das weg. Aber Drogenopfer. Wir stehen hier so lange, bis du den Finger wegnimmst. Das ist gut. Willst du schon mit Vlad reden? Nee, ihr kommt Finger runter, ey. Jawohl, Finger runter. So, dankeschön. Alle drei durchgehen. Du bist doch hier der, ne? Ja. Okay. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Jojo. Ja. Dafür hast du ja Nachtzeit. Na, super. Bleib mal hier, wir gehen erstmal rüber. Nee. Ich verstehe das immer noch nicht. 3. Das ist eine wunderbare Zahl. Ab geht's, Jungs. Okay. Geh ich mal mit. Er geht in Vlads Zimmer. Er hat einen gigantischen Stressball in der Hand und zerstresst ihn offenbar. Mahlzeit. Um Gottes Willen. Ja, das dürfen wir uns ewig keinen anhören. So. Ich bin Jans Ohr. Wollt ihr anfangen? Naja,
wir wurden halt dabei erwischt, wie wir etwa also den Kram rausholen wollten, und dann hat man auf uns geschossen. Während Jojo unten war und man sie dort entdeckt hat. Zeitgleich. Die hatten einen scheiß Watcher rumfliegen. Punkt. Jupp. Was soll das sein? Ein kleiner, dummer Geist. So ein Überwachungsvieh, das halt sofort sieht, wenn jemand da hinkommt. Und für uns nicht sichtbar. Also vielleicht für sie schon, aber nicht ohne gesehen werden. In dem Moment, in dem ich es gesehen habe, hat es mich auch gesehen. Also vorher eben. Schon, deswegen war es egal. Wie lange habt ihr euch Zeit genommen? Wofür? Um das vorher mal zu durchdenken. Ein paar Tage. Ein paar Tage. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Er legt seine Pistole auf den Tisch. Die erste ist: Lou ist ein verfickter Verräter und ich muss ihm jetzt sofort in den Kopf schießen. Und die IC-Brecher würden mir dafür noch danken. Bist du ein verfickter Verräter und ich muss dir in den scheiß Kopf schießen? Ich wurde auch angeschossen. War auch mit drin. Was und soll er fängt das so leicht beweisen? In derselben scheiß Gefahr war wie jeder andere auch. In die Hand geschossen ist kein Beweis. Ins Herz wäre ein Beweis. Ist wir haben, einfach, wir haben einfach Scheiße bei der Vorbereitung gemacht. Vertraut ihr dem? Ja, der hat keine Scheiße gebaut. Zu 100%. Der hat keine Scheiße gebaut. Okay. Dann ist die zweite Möglichkeit. Soweit ich mich erinnere, habt ihr 3-4 Tage die Scheiße geplant. Und war das 3-4 Tage lang bei diesem Lackaffen dort unten, weil ihr nicht bedacht habt, keiner von euch Nasen, dass das Staffer Shake-Off hat. Woher weiß der das, OT? Ganz einfach, weil, naja, die Bilder durchs Dings gingen. Achso, na dann. Ist das euer Ernst? Hab ich irgendjemand den Kopf geschissen? In 3 Tagen Planung. Ist euch in, ihr hattet die Zeit und ihr wart in eurem Leben, jeder einzelne von euch Pisskackfickern war schon nach 12 im Staffer-Shack, oder? Wollt ihr abkratzen? Er steht auf, tritt hinter Kaban, zieht seinen Kopf zurück und hält ihm die Waffe ins Maul. Willst du sterben? Au. Er zieht sie kurz raus, aber hält sie dir an die Schläfe. Ah, besser. Nein. Warte mal, das klang aber jetzt ganz schön frech. Okay, du kriegst mit dem Pistolenknauf volle Kanne eine gegen die Schläfe. Ja, das war klar. Natürlich, aber du warst ja auch frech. Oder wollt ihr einen Knast? Natürlich nicht. So war da kurz draußen, aber du gehst nicht weg. Jo. Er geht wortlos raus. Ich hab mich vom neuen Chef der IC-Brecher gerechtfertigt. Weil ihr nicht an Staffer gedacht habt. Wisst ihr, was ich dem ausgeliehen hab? Ein Professor und die fucking Nähmaschine. Zählt mal nach, wie viel Hacker wir gerade haben. Zählt. Nach. Null. Genau. Wisst ihr, mit wem die IC-Brecher gerade gutes Verhältnis haben? Fucking Yegor. Ansonsten hätte ich mich vor den Pissern ja nicht für euch rechtfertigen müssen. Und das bedeutet, ihr zwei und diese kleine Made da draußen können das wieder gut machen. Wie? Ich kann so eine Scheiße nicht gebrauchen. Und wenn ihr irgendwie einen Todeswunsch habt, dann sagt ihr Bescheid, dann poliere ich euch die Fresse und kette euch am scheiß Bett an. Seid ihr in der Lage, irgendwas zu machen? Jojo gerade nicht.
Ich meine nicht innerhalb der nächsten Woche oder so. Gut, dann ja. Er schippt erstmal seinen Tisch um. Das hat man schon lange nicht mehr. Das stimmt. Er würde ihn aber seitlich schuppen, sodass er nicht auf euch drauf fällt. Das war freundlich von ihm. Das macht er vor allen Dingen deswegen, weil er dann quasi eine freie Bahn zu kabern hat, um ihn ordentlich mit Stuhl auf dem Boden zu befördern und ihm ein paar Mal in die Fresse zu schlagen. Darf ich mich wehren? Ja, aber das macht's schlimmer. Das ist egal. Also ganz ehrlich, wenn er mich das erste Mal, als er mich das erste Mal geschlagen hat, war schon schlimm, aber ich schlag einfach direkt zurück, also wenn er mich nochmal schlägt. Sehr gut. Prügelei Jojo muss vermutlich aus dem Zimmer rausgehen, weil sie sonst zwischen die Räder kommt. Stellt sich an die Wand, verschränkt die Arme und guckt zu. Da ist nicht genug Platz für an die Wand stellen. Du musst raus. Okay. Ich sag mal, irgendwann wird vermutlich jemand von außen eingreifen. Jojo kann das gerade nicht. Die kann sich erstmal hinsetzen. Da wird ihr beiden auseinandergetrieben. Dann wird dir nochmal in die Fresse jauen, Deli. Das war so klar. Ja, Moment mal. Irgendjemand muss ja hier Unrecht haben. Warte mal kurz, der Prospect oder der Boss? Ich entscheide mich auf jeden Fall für den Prospect. Oh Mann. Das ist doch eine Partei. Warte mal kurz. Das hat alles Gründe. Dann wird auf jeden Fall Vlad raus zu Xu nochmal kommen. Er sieht ja auf jeden Fall mitgenommen aus, hoffentlich. Natürlich. Sehr gut. Aber ich sag mal, du hast mehr abbekommen. Ja, ich wurde ja auch danach noch verprügelt. Naja, aber zu Recht. Ach. So. Du kannst jetzt erstmal diese Schwuchtelscheiße aus den Haaren waschen. Sei nur von Sky. Dann gehst du nach Hause und ich melde mich, denn du bist ja noch nicht fertig. Natürlich nicht. Und solange du noch nicht fertig bist, gehörst du mir. Solange bist du meine Bitch. Okay. Und das heißt auch, du bückst dich so weit, wie es nötig ist. Oder du erlebst, wie ich einfach ausraste. Okay. Ja. Schön. Schön. Dann wird er vermutlich in den Trainingsraum gehen und irgendwas verprügeln, was da so rumhängt. Na, hoffentlich nicht ich. Vlad ist ja ein Chef, der mit Stresssituationen ganz gut umgehen kann und du hängst da nicht rum. Danke. Jojo geht in ihr Zimmer. Das dachte ich mir. Du wirst ja auch nochmal vom Professor begutachtet. Der ist doch nicht da. Ich meinte ja auch Dings. Zoja. Wozu? Ist doch versorgt. Ja, und weiß man, ob die Scheiße gebaut haben oder ob die noch irgendwas, ob du noch irgendwas brauchst? Hm. Okay. Zumindest, also ich glaube, bei solchen Sachen sollten auch trotzdem ab und zu mal noch Verbände ordentlich gewechselt werden. Und einarmig ist das gar nicht so leicht. Das stimmt. Siehste. Schön. Schön, schön. Mhm. Ich würde sagen, hat noch jemand eine Anmerkung? Ich werde mich irgendwann in mein Zimmer verkriechen und da Schmerzmittel einschmeißen. Du meinst, warte mal, ich hab mir ein übelst gutes Produkt, einen guten Produktnamen überlegt, der für Kaban, glaube ich, auch noch ganz gut passt. Das Schmerzmittel heißt, warte, ich hab's hier gleich. Schnaps. Nee, Schnaps ist momentan zu hart. Was? Das dauert zu lange, bis das wirkt. Schnaps wirkt super schnell. Du musst nur schnell, doch klar, wenn du das vergessen hast, 10 Minuten. Und ein Schmerzmittel braucht meistens auch 15, 20 Minuten. Ich könnte aber beides mixen. Das stimmt. Dagegen habe ich doch nichts gesagt. Hast du nichts zu tun, Mischkonsum? Das ist richtig. Was soll man machen, ne? Passiert halt mal. Ihr könnt ja nichts dafür. Jeder kann mal Mist bauen, aber vielleicht ist gerade nicht in der Stimmung für Mist.
Das stimmt. Das war ziemlich offensichtlich. Nee. Der einzige Unterschied ist, dass ich heute mal nicht den Wunsch hatte, übelst rumzubrüllen. Das ist ja auch okay. Also doch, ich hatte den Wunsch, aber heute habe ich tatsächlich gedacht, ah, die Nachbarn, die mögen mich doch schon. Da wollen die am Ende nur noch mehr von mir. Das ist richtig. Dass die Leute immer alle irgendwie diese ganzen scheiß Gänger missverstehen. Jetzt hatte der Diddy Schiss, dass Vladimir am Ende abknallt. Also hätte er ja nicht gemacht. Weil Diddy ja seinen Fall richtig dargelegt hat, in einer Weise, die verständlich und die auch annehmbar ist. Döse hatte ja damals auch schon beim erstbesten Bullen-Dude, der da aufgetaucht ist, noch vor Aufnahme. Ich dann mal ein bisschen harscher wurde, nicht mal mit rumschreien, da hat er auch gesagt, das war ihm irgendwie unangenehm. Ist es denn nicht für die Leute angenehm, wenn man sie anschreit? Ich dachte immer. Na Judy. Alles Pussys. Alles verdammte Pussys. So ist das nämlich. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Grießbrei-Schälchen mit Zucker und Zimt und brauner Butter und Sauerkirschen.